Welche Rolle übernimmt der Mensch in der digitalisierten Produktion? Genau mit dieser Fragestellung wollen wir uns unter anderem heute beschäftigen und haben natürlich noch viele, viele weitere Themen für Sie vorbereitet. Und damit ganz, ganz herzlich willkommen hier an der TH Rosenheim im Rotolab. Ja, wir haben heute eine hybride Lernexkursion und dass die heute so stattfinden kann, das dürfen wir Marc André verdanken, denn er hat hier sein ganzes Technik-Setup aufgebaut und ist auch heute während der anderthalb Stunden für die Technik hier verantwortlich und steuert alles. Das Protolab 1.0, das wurde ja bereits im Jahr 2016 gegründet und inzwischen gibt es sogar schon das Protolab 2.0. Wow, also wirklich ein großer, großer Fortschritt. Und dieses Event heute, das wurde im Rahmen des Forschungsprojektes KMU 4.0 und dem Team Protolab 2.0 initiiert und aufgesetzt. Ja, und während der nächsten anderthalb Stunden haben Sie die Möglichkeit, dieses Protolab hier in Rosenheim besser kennenzulernen. Und genau das geschieht anhand drei verschiedener Use Cases zu den Themen digitaler Zwilling in einer Smart-and-Dumb-Produktion, Montagearbeitsplatz mit Beschlägeverwaltung und Retrofit und Maschinenintegration. Wir wollen zeigen, wie wichtig die horizontale Digitalisierung ist und was das vor allem auch für Ihre Mitarbeiter bedeutet und welche Rolle sie dabei spielen. Und während der Veranstaltung können Sie natürlich jederzeit alle Ihre Fragen stellen. Dafür gibt es auch das Chatfenster und wir haben dann immer mal wieder die Möglichkeit, Ihre Fragen auch weiterzuleiten und natürlich dann auch zu beantworten. Also wir freuen uns, wenn Sie aktiv zuschauen und Ihre Fragen uns stellen. Und jetzt kommen wir zu dem Mann, der sagt, wenn wir einen größeren Nutzen hinten raus haben wollen, müssen wir vorne eine höhere Datenkonsistenz schaffen. Ich übergebe damit an den Gründungsvater und Leiter des Protolabs sowie den Professor der Fakultät WI hier in Rosenheim, Professor Dr. Oliver Kramer. Hallo. Ja, seien Sie herzlich begrüßt. In die Vaterrolle zu schlüpfen, das klingt schon ganz schön schwer. Vielleicht ist es auch ein Kind geworden, ja, das inzwischen das Laufen gelernt hat. Protolab ist eine persönliche, oder es steht eine persönliche Begeisterung meinerseits auch dahinter. Und ich versuche das heute mal rüberzubringen, was wir geschaffen haben. Sie haben drei Stichworte angeschnitten. Das eine ist die Digitalisierung, der digitale Zwilling. Wir wollen Maschinen-Retrofit einbeziehen. Das müssen wir wohl tun, um die Konsistenz zu schaffen in dem gesamten Prozess und die Strukturierung bis hin zur Montage. Last but not least würde ich einfach sagen, wir haben es geschafft, einen durchgängigen Prozess zu schaffen, der wirklich in sich konsistent ist. Und den würde ich Ihnen ganz gerne mal zeigen. Und an der Stelle wechsle ich mal den Platz. Geh rüber. Schaffen wir also jetzt schon mal die erste Datenkonsistenz. Der Konfigurator erlaubt es uns, hier das Produkt so zu zerlegen, dass wir A, Stücklisten für alle Teile bekommen, Stücklisten für alle Beschläge, dass wir alle Programme bekommen, dass wir das Produkt, was wir produzieren wollen, wirklich in Positionen strukturiert haben. Diese Struktur erlaubt uns dann eben im nächsten Schritt, das ist ja auch gezeigt, einen Import in unsere Datenwelt, in unsere vernetzte, horizontal vernetzte Logik vorzunehmen. Wir haben dann anschließend einen Prozess Trichter, Schredder und Tacker. Das sind eigentlich drei Prozessschritte, die es uns erlauben, diesen gesamten Prozess von einer Planungs- und Steuerungslogik vorzubereiten. Und wir werden zwei von den dreien heute hier zeigen, nämlich den Trichter und den Schredder. Wir gehen also davon aus, dass wir in einem Betrieb unterwegs sind, der mit Aufträgen unterschiedlichster Natur, ja, wir haben hier den Anspruch gehabt, eine wandlungsfähige Produktion auch zu schaffen und einen Prozess, der die Planung und Steuerung dieses wandlungsfähigen Fraktals letztendlich ermöglicht. Und wir werden also hier in diesen Trichterprozess, ja, wir stopfen von oben viele Aufträge rein, sind wir in der Lage, eben hier über verschiedene Teams Auftragszuordnung zu machen. Also jede Karte hier oder Tasche repräsentiert einen Kundenauftrag und der kann so unterschiedlich sein, wie es nur ist, dass wir hier vielleicht eine Küche haben, hier haben wir irgendeine Möbelausstattung für ein Büro etc. Auf einer Meisterebene kann man sich jetzt vorstellen, dass über die verschiedenen Teams die verschiedenen Aufträge erstmal zugeordnet werden. Ja, das ist, sagt, Team 1 macht eher X, Team 2 Y. Und wir sind in der Lage, jetzt mal diese nächsten drei Wochen zu beplanen. Ja,
3 Wochen Horizont, die wir mal in die Zukunft schauen. Und wir sind in der Lage, diese Aufteilung jetzt zeitlich, kapazitiv vorzunehmen und hier eine Zuordnung zu schaffen. Was wir jetzt gerade sehen, dieser Trichter gibt mir auch Feedback. Also wir haben hier LEDs im Einsatz, die uns genau zeigen, was ist eigentlich hier Gegenstand jetzt der Auslastung. Ja, also wir haben hier eine Montage, die ist auf 9 Stunden hier, lastet den Donnerstag, also hier in der gut 1,5 Schichten aus. Und das sehen wir also hier, weil die Auftragsinformationen hier in den Belegen hinterlegt sind. Da haben wir ein bisschen gespielt mit der ganzen Technik, die uns heute schon zur Verfügung steht. Diese Tafel ist erstmal ein analoges Instrument für einen Shopfloor und wird aber hier durch eine Kamera erfasst. Optisch werden das, was hier erfasst wurde, das Bild, zerlegt. Ich kann hier über die Barcodes erkennen, was liegt hinter dem Auftrag, an welcher Stelle liegt der Auftrag, wie viel Kapazität bindet der Auftrag. Und die LEDs zeigen mir jetzt auf, wie stark jetzt die kapazitive Auslastung ist. An der Stelle sehe ich zum Beispiel, dass jetzt hier Aufträge überlappen, die müsste ich entzerren. Hier sehe ich, dass ein Auftrag eigentlich im Lieferdatum überschritten ist. Und so kann ich also jetzt hier relativ analog Planung vornehmen und das Ganze aber digitalisiert abbilden. So wie wir heute die Aufträge hier eingelastet haben, was wir zum Beispiel in dieser Woche jetzt montieren wollen, müssen wir in der Vorwoche vielleicht vorfertigen, Oberfläche dazu anfertigen. Und hier sehen wir auch nochmal so eine Auslastungslogik, dass wir sagen von 0 bis 100%, wie weit ist denn hier eine Vorfertigung, eine Oberfläche oder ein externer Fertigungsbereich ausgelastet. Wir haben auch gespielt mit Mitarbeitern. Wir haben also Mitarbeitern ein Kärtchen gegeben. Hier gibt es RFID-Antennen dahinter. Man kann diese Kärtchen jetzt, also die Mitarbeiter anderen Montagebereichen oder aus der Vorfertigung in den Montage geben oder vice versa. Wir haben also hier viele Möglichkeiten der kapazitiven, terminlichen Planung. Das ist der Trichter. Das ist der Einstieg in unseren strukturierten Prozess. Im zweiten haben wir gesagt, was ist nächste sachlogisch zu tun. Wir haben mal alle Kundenaufträge irgendwo zeitlich und kapazitiv koordiniert. Jetzt, wenn ich den einzelnen Auftrag anpacken möchte und ihn fertigen möchte, was wäre vielleicht eine sinnvolle Logik? Dann haben wir gesagt, wir bilden einen Schredderprozess, den ich gleich zeigen werde. Und in dem Schredderprozess machen wir nichts anderes, als dass wir die Aufträge, einzelne Aufträge in ihre Positionen filetieren, beziehungsweise das hat uns IMOS, der Konfigurator, schon gemacht. Aber ich weise die Positionen jetzt montagegerechten Paketen zu. Also ein bisschen Lego-Systematik. Ich habe einen großen Baukasten, habe vielleicht einzelne Lego-Tüten. Und aus diesen Tüten heraus kann ich jetzt strukturiert eine Montage nach irgendeiner Montageanleitung, die mir vorgegeben wurde oder die ich vielleicht selber im Kopf habe, vollziehen. In dem Schredder-Vorgang machen wir also nichts anderes, als montagegerechte Pakete für die Montage vorzubereiten. Und das zeige ich Ihnen jetzt mal, wie sowas funktioniert. Wir gehen hier in den Schredder-Prozess rein. Das ist eine Applikation, die wir extra entwickelt haben für Protolab. Wir wählen hier einen Auftrag aus. Wir können auch den Auftrag per Barcode erfassen. Ich mache das jetzt hier händisch. Ich sehe, wie dieser Auftrag von IMOS vorbereitet wurde. Wir haben die 3D-Zeichnung dazu. Ich weiß, dass IMOS 2 Positionen draus gemacht hat. Es sind 2 für sich stehende Regale. Ich weiß, dass das Ganze 66 Kilo wiegt und 24 Bauteile aufweist. So, und ich will das jetzt schreddern. Diese Daten, die Sie hier sehen, sind komplett aus dem Konfigurator übernommen worden. Über einen automatisierten Import haben wir die Möglichkeit, genau das in unsere App reinzuziehen. Es gibt einen Datenaufnahmeprozess, der also vorgeschaltet ist und der in unsere NoSQL-Datenbank all die notwendigen Informationen reinzieht und verwalten lässt. Ja. Wir haben diesen Daten nichts zufügen müssen. Das ist direkt aus dem Konfigurator so gekommen. Ich kann jetzt hier sehen, dass wir 2 Positionen haben. Ich sehe, dass es hier nach Bezeichnungen zu filtern ist. Ich könnte zum Beispiel nur die Einlegeböden rausziehen. Und ich sehe jetzt hier die komplette Teileliste, nämlich 24. Wenn ich jetzt nur die Position 1 anwähle, habe ich 13 Teile. Wenn ich einen Einlegeboden nur haben möchte, weiß ich eben in der Position 1, 4 Einlegeböden und das war's. So, wir wollen ja jetzt schreddern.
Schreddern heißt, ich möchte montagegerechte Pakete, also ich kann mich jetzt hier durchklicken und sagen, ich will das, das, das und das. Und das möchte ich alles zusammen irgendwie als ein Lego-Paket weiterverarbeiten. Ich kann mir jetzt hier einen Ladungsträger auswählen oder auch zwei, weil ich sage, das eine Paket soll auf den Flachwagen, das ist der hier links. Das andere Paket soll in unseren intelligenten Kommissioniercontainer senkrecht stehend eingelagert werden. Ich kann das jetzt einfach picken, hier unten reinlegen und die Anzeige sagt mir auch, wie viel denn jetzt schon mein Gebindeträger ausgelastet ist, also 54%. Ich könnte also jetzt noch anderes dazulegen, weil ich Lust und Laune habe, hier genau so das Paket aufzubereiten. Also wir schreddern montagegerechte Pakete. Und das ist also Sinn und Zweck des Ganzen hier. Und damit ist eigentlich der erste Planungsstrukturierungsschritt neben dem Trichter, also eigentlich der zweite, schon vollzogen. Und wir können jetzt sagen, all das, was ich auf diesen Kommissioniercontainer gelegt habe, möchte ich jetzt auch wirklich vom ersten Schritt an, vom ersten Bearbeitungsschritt an, fertigen lassen. Und das wäre jetzt die Plattenaufteilsäge. Und wir schauen uns da jetzt einen Film an, denn wir sagen, zur Plattenaufteilsäge muss jetzt hier ein Kommissioniercontainer gebracht werden. Der Kommissioniercontainer, der wird hier aufgenommen von einem FTS. Wir haben die Möglichkeit, den Kombi-Container auch per Hand zu schieben. Der Mitarbeiter scannt den Container, weil er verheiratet den Container mit seinem Auftrag. Der Auftrag wird an der Plattenaufteilsäge abgearbeitet. Jedes einzelne Teil wird jetzt hier einem Fach zugeordnet. Der Kommissioniercontainer sagt, wo es hingestellt werden muss. Und zwar hat der Kommissioniercontainer eine eigene Logik dabei. Wir haben da einen Kleinrechner eingebaut, der weiß, wer bin ich? Wo bin ich? Was ist alles in meinem Container drin? Welche Teile? Und interagiert auch mit den Maschinen. Also er hat von der Säge das Signal bekommen, du bekommst jetzt das Teil 4711 und der Kombi-Container sagt, ich zeige dir, wo du es hinstellen musst, Mitarbeiter. Ja? Und das ist also so der erste Initialprozess. Wir sägen, bekommen erstmal alle Teile initial in den Kommissioniercontainer rein, haben den praktisch die ersten Teile mitgegeben. Im Film haben Sie gesehen, dass wir dann vielleicht zu einer nächsten Station fahren. Da wähle ich aus, hey, Kombi-Container, du darfst jetzt zur Kantenbeleimung fahren. Und ich zeige Ihnen den Prozess jetzt hier wieder in der Applikation. Ich wähle jetzt hier den Carrier 2 aus. Das ist unser Kommissioniercontainer mit 11 Teilen drauf. Es werden auch jetzt nur die Teile angezeigt, jetzt produzieren, die auch wirklich relevant sind für die Bekantung. Ja? Ich kann jetzt diese Teile umsortieren, weil ich möchte zum Beispiel nach dem Kantenwert sortieren und möchte dann erst nach der Länge und der Dicke oder umgekehrt. Ich kann hier also ein Sortierkriterium vergeben und kann jetzt einfach anfangen, von oben weg zu arbeiten. Ja? Ich könnte jetzt mehrere Teile auch markieren oder eben nur ein Teil, weil ich sage, das ist ein Teil, was ich jetzt separat fertige. Danach muss ich die Maschine vielleicht umrüsten. Ja? Ausgewählte Teile im Wagen anzeigen. Er zeigt mir jetzt an, an welcher Stelle dieses Teil steht. Ich könnte das jetzt bekannten und dann stelle ich es einfach in den Wagen wieder zurück, nehme das nächste Teil. Ich interagiere also jetzt hier mit meiner Applikation und kann diesen Prozess vorher des Sägens mit beeinflussen oder auch den Prozess jetzt des Bekanntens. Im nächsten Schritt wollen wir Ihnen zeigen, wie wir nach dem Kanten zum Bearbeitungszentrum fahren. Da werden Teile gefräst, gebohrt, gedübelt und so weiter. Und diesen Prozess, den zeigen wir jetzt auch in Interaktion live mit einer Maschine. Auch hier wieder, ich wähle den Carrier 2 aus. Gehe auf Jetzt produzieren, habe 9 Teile, glaube ich, zur Verfügung, könnt ihr auch jetzt hier wieder sortieren. Wir wählen jetzt einfach mal wahlfreien Teil aus, weil wir sagen, ich weiß, was als nächstes irgendwie dran ist oder bearbeitet werden muss. Ich könnte es auch so machen, nein, das zeigen wir später.
Michi wird jetzt einfach dieses Teil mal entnehmen. Die Maschine weiß auch, was jetzt zu bearbeiten ist, weil ich habe das hier ausgewählt. Und es gibt eine direkte Interaktion zwischen dem iPad, dieser Applikation und der Maschine. Beziehungsweise auch wieder zwischen meiner Applikation und dem Kommissioniercontainer. Also die drei kommunizieren untereinander. Sobald dieses Teil jetzt gefertigt ist, wird also hier der Einlegeboden auch von Orange auf Grün wechseln, auf Fertig. Ist fertig. Also direkte Maschinenkommunikation findet hier statt. Der Kommissioniercontainer sagt dem Michi wieder, was als nächstes Teil denn vielleicht, wo er es hinstellen muss. Und ich könnte ihm das nächste Teil jetzt vorgeben. Wir könnten auch sagen, es soll einfach eine Abarbeitung von oben stattfinden. Oder wenn wir nicht in einem Kommissioniercontainer drin sind, sondern auf einem Flachwagen, würde er einfach das oberste Teil nehmen und das einscannen. Und das macht er jetzt mal. Er scannt also jetzt wahlfrei einen Teil. Ich sehe wieder, welches ist es denn? Die Maschine ist vorbereitet. Die weiß, was der Michi für einen Teil gewählt hat. Die Maschinenprogramme sind ja bereits durch den Konfigurator vorbereitet. Hier haben wir diese durchgängige Datenaufbereitung. Die Maschine arbeitet es ab. Und wir werden sehen, nach Abschluss der Abarbeitung wird also dieses Teil auch grün werden. Und dann kann es theoretisch auch aus der Liste verschwinden. Ich meine, das ist alles jetzt eine Kleinigkeit zu sagen, wie hätte ich gern so eine Liste aufbereitet oder wie will ich interagieren. Also wir haben jetzt schon zwei bearbeitete Teile und der Kommissioniercontainer zeigt wieder grün an. Bitte hier hinstellen. Hier sieht er nochmal gelb, das letzte Teil, dass er sagt, oh, das habe ich noch vergessen, das vorhergehende abzustellen. Also er zeigt immer das letzte und das vorletzte auf. Was haben wir jetzt gesehen? Wir haben eine direkte Interaktion. Ich habe eine Liste, so will ich die bearbeitet haben. Ich habe den Kommi-Container. Es kann aber auch anders sein, dass die Liste wahlfrei ist. Ich habe es einfach auf dem Flachwagen in einer anderen Sortierung drauf und ich nehme es von oben weg. Also es ist egal, welches Teil ich wie auswähle, hier mit Tastendruck oder mit dem Scanner. Und manuelles Dazusortieren würde beginnen mit, ich habe da noch ein Teil. Schieß das mal ein, Teil ist erkannt und er sagt, das gehört zum Carrier 2, den schieße ich ein mit seinem Barcode-Scanner und der Carrier sagt ihm, wo es hingehört. Wenn es da jetzt nicht dazu gehört, ja, dann hätte der Carrier halt sich geweigert, das aufzunehmen, ja. Was ist das jetzt? Wir können also aus verschiedenen anderen Richtungen Teile, die noch wo aus einer Vorfertigung kommen, die jetzt vielleicht von einem anderen Ladungsträger kommen, die jetzt vor der Montage zusammengeführt werden wollen, beliebig zuführen. Wir haben auch hier noch eine Applikation oder eine Teilfunktion geschaffen, alle Teile eines Ladungsträgers umlagern, dass wir sagen, nee, der Kommi-Container reicht nicht aus, wir lagern den in einen anderen um oder wir sind bis zu dieser Bearbeitung, bis zu dem Bearbeitungszentrum sind wir auf einem Flachwagen gefahren und wir wollen es jetzt in den Kommi-Container reinstellen. Also wir sind inzwischen beliebig in dieser Teile- und Gebinde-Logik flexibel hin und her zu wechseln, verschiedene Carrier letztendlich zu nutzen und ein Ziel zu verfolgen, bis zum Ende der Montage einen strukturierten Fertigungsprozess zu fahren, der alle Teile sauber verwaltet, auf beliebigen Gebinden, sie zusammenführt in einem Fertigungsprozess vor der Montage in eine Sortierlogik vielleicht reinfahren lässt, dass ich sage, genauso hätte ich es denn sortiert, genauso sollen sie drinstehen. Da steckt ja auch noch ein bisschen was dahinter. Wir sind zurzeit unterwegs, auch mit KI-Methoden, so eine Einsortierlogik zu bauen und zu sagen, wie ist denn dieser Kommissioniercontainer am besten bestückt? Ja, oder was sind vielleicht die schlauesten Logiken, ihn so zu bestücken, dass der Montageprozess am einfachsten funktioniert? So, jetzt haben wir ja gesagt, heute gibt es den Use Case des digitalen Zwillings. Wo ist da jetzt der digitale Zwilling? Dieser Kommissioniercontainer ist ein intelligenter Teilnehmer.
der selber einen Raspberry Pi mitführt und weiß, welche Teile habe ich denn, und der steuert ja auch diese LEDs an. Ein Flachwagen, der ist doof, der hat keinen Rechner mit, der weiß nicht, was drauf liegt, aber beides verwalten wir letztendlich als den digitalen Zwilling. Jedes Einzelteil, jedes Gebinde, jede Zuordnung von Teil zu Gebinde, von Gebinde zu Flachwagen, ist bei uns letztendlich als digitaler Zwilling, als Repräsentanz verwaltet. Und so können wir jetzt auch durch diese digitale Zwillingslogik beliebig, also das gesamte Teile-Management fahren, wie wir es denn hätten, wie wir es denn gern hätten. Ich zeige jetzt noch einen Film, dass wir am Ende auch sehen, dass wir, hier steht drin, das automatische Sortieren mit dem Roboter. Wir zeigen das heute nicht live, sondern in einem Film. Wir werden dort sehen, dass der Kommissioniercontainer jetzt nicht händisch, sondern durch einen Roboter bestückt wird. Das haben wir auf der Ligna 2019 gezeigt. Der Kombi-Container fährt also in den Sicherheitsbereich dieses Roboters ein. Hinten auf dem Flachwagen liegen jetzt wild gestapelt irgendwelche Teile. Der Roboter ist unterstützt durch eine optische Erkennung. Hier wird erkannt, wie das Teil liegt. Der Greifer wird dann eben durch diese Position des Teils so hingelenkt, dass der Roboter den aufnehmen kann und genau. Und dieses Teil wieder in Kommunikation mit dem Kommissioniercontainer dem richtigen Fach zuordnet. Ja? Also, war vielleicht ein bisschen schnell der Film. Aufnahme jedes einzelnen Teils, koordiniert durch vorher eine optische Erfassung und in der Kommunikation mit dem Kommissioniercontainer das richtige Zuordnen zu seinem Platz. Ja? Also haben wir nochmal gesehen, wie jetzt eine Sortierung funktionieren kann. Einmal manuell das Umsortieren vom Flachwagen auf den Kombi-Container, das Sortieren manuell oder eben auch automatisch durch einen Roboter. Und wir werden jetzt im nächsten Schritt hier einmal die Konstellation ein bisschen umbauen und den Kommissioniercontainer in die Montage schieben, denn da soll er ja hin. Auftrag starten, Auftrag montieren, Position 1 auswählen und ich muss nochmal Position montieren drücken. Entschuldigung. So, das habe ich nicht getan. So, wir sehen jetzt, dass wir diese Position 1 hier nochmal bildhaft dargestellt, auch mit einer Detailzeichnung. Ich sehe alle Teile, ich sehe alle Beschläge dazu. Ich sehe jetzt angezeigt am Kommissioniercontainer, welche Teile hier denn zur Verfügung stehen müssten. Da können wir nochmal prüfen, ja, das ist alles da. Und das Gleiche kann jetzt auch hier in der Beschlägeverwaltung stattfinden, dass ich sage, die Beschläge, die ich jetzt dort zugeordnet habe, die würden aufleuchten, würden dort mal die richtigen Beschläge einsortiert sein. Ja? Ich habe also hier eine konsistente Verwaltung aller Teile durch den kompletten Fertigungsprozess, aller Beschläge, die auch durch IMOS, den Konfigurator, so wie es in diesem Montagefall notwendig ist, habe ich diese Einzelteile über Stücklisten und diese Beschläge über Stücklisten konsistent bis zur Montage durch den Prozess und unsere Logik des digitalen Zwillings verfügbar gemacht, strukturierbar. Man kann jetzt die Montage starten. Man hat hier noch Informationen letztendlich dazu, wie soll das in 3D ausschauen, Detailzeichnungen, ich habe die Teile, ich habe die Beschläge, ich weiß, welches Teil wo liegt und der Montageprozess kann strukturiert starten. Ja. So, final haben wir gesehen, es gibt diesen kompletten Prozess wirklich vom Anfang an. Ich starte mit einer Idee, habe eine 3D-Zeichnung, jage die durch einen Konfigurator, bekomme alle Teile, Stücklisten, Beschläge, alle Programme, die Positionen innerhalb eines Produktes aufbereitet. H2 hatte ich gerade noch mal erwähnt, dass wir also bis zur Montage einen strukturierten Prozess haben, durch diese Datenkonsistenz und natürlich den digitalen Zwilling ermöglicht. Use Case Nummer 3, in dieser Konsistenz des gesamten Durchlaufs gehört natürlich auch dazu, dass ich interagiere zwischen einem Prozess, der hier in meiner Applikation abgebildet ist, einem Kommissioniercontainer, einem Beschlägeturm, einer Maschine. Was mache ich jetzt, wenn ich eine Maschine habe, die vielleicht nicht in der letzten Logik miteinander vernetzbar ist, kommunizieren, nicht kommunizieren kann?
Hier gibt es schon Anleihen und ich werde es später auch in der Präsentation noch kurz zeigen. Zum Beispiel von Homag, der Cube, der ermöglicht an einer normalen Säge das Labeln von Teilen auch vorzunehmen. An der Plattenaufteilsäge, wie Sie es in dem Film gesehen haben, war das so, dass die Plattenaufteilsäge nach einem bestimmten Schnittmuster jedes einzelne Teil sägt, weiß, welches Teil gerade in Bearbeitung ist und Ihnen zur Verfügung stellt und dann auch noch ein Label gibt. An einer klassischen Säge wird es vielleicht so funktionieren, dass Sie derjenige sind, der den Prozess steuert und sagt, ich säge jetzt das Stück und ich habe da keine Optimierung vielleicht im Hintergrund, die findet bei mir im Kopf statt. Und ich bin aber auch in der Lage, jedes Teil zu labeln und habe mit diesem Cube die Möglichkeit, also auch jedem Teil eine erste Identität zu geben, also einen ersten Barcode mitzugeben. Ja? Und das ist so ein erster Einstieg in Retrofit. Wir haben noch verschiedene andere Retrofit-Komponenten in der Entwicklung. Wir haben eine alte Hobelmaschine ausgerüstet mit einem Raspberry Pi und der nimmt also an drei verschiedenen Stellen mit Tastern Zustände auf in diesem Hobelprozess. Ja, so altbacken wie die Maschine ist, aber wir sind in der Lage, eben hier auch einen Schritt der Digitalisierung durch BC-Sensorik und Rechnersystematik vorzunehmen und sind so in der Lage, also auch eben so eine alte Maschine teilweise in einen digitalen Prozess zu bringen. Ja. Also Use Case Nummer 3, wir arbeiten sehr stark an den Retrofit-Themen, dass wir eben verschiedenste Maschinenkonstellationen bei jedweden KMU irgendwo integrierbar zu machen. In diesen konsistenten Prozess von A bis Z, ja, von einer Idee eines Produktes bis zur Montage desselben. Und an der Stelle würde ich jetzt einfach mal enden. Wir haben noch gut Raum, auch für Fragen. Vielleicht hier aus dem Auditorium, beziehungsweise übernimmt dann wieder die Moderation. Ich wiederhole noch einmal die Frage, damit auch alle digitalen Zuschauer das hören können. Also es geht um das konkrete Angebot, wie das genau aussieht. Genau, also wir bieten ja jetzt erstmal gar nichts an, weil wir kein Wirtschaftsbetrieb sind, sondern eher eine Ideenschmiede und würden also jetzt bis zum Prototypenstatus einfach Dinge ausprobieren, sowas natürlich auch in die Lehre bringen, die Möglichkeit oder den Studenten die Möglichkeit bieten, all das auch mal hier live zu erleben, vielleicht selber auszuprobieren in einem Modul, in einem Lehrmodul selber mal einzusteigen und zu sagen, wie kann ich IoT begreifbar machen. Also da sind wir zum einen eine Ideenschmiede, aber auch mit unserem grundsätzlichen Auftrag der Lehre unterwegs. Ja. Wir bieten erstmal nichts an. Ja. Vielleicht kann man sowas in Zukunft machen, dass wir sagen, Digitalisierungszentrum in Rosenheim. Und hier dürfen alle KMUs her und genau das wird gefördert und wir könnten jetzt sowas als Lehre für Unternehmen anbieten. Ja. Alles, was wir bis dato machen, sind einfach solche Veranstaltungen, das mal zu zeigen, um Impulse zu geben und ja, die Gedanken schon mal starten zu lassen bei den KMUs. Könnte das was für mich sein? Ne? Vielen lieben Dank. Haben wir noch weitere Fragen hier in der Allianz? Ich wiederhole noch einmal kurz wieder für unsere digitalen Zuschauer auch. Es geht jetzt um die vertikale Integration. Bitte schön. Genau. Ich habe das jetzt schon mehrmals erwähnt. Wir haben den durchgängigen Prozess geschaffen. Da denken wir jetzt erstmal natürlich entlang des Prozesses die horizontale Integration. Jetzt kann man sagen, naja, ist der IMUS-Konfigurator eine Ebene höher und das CAD, da habe ich ja auch schon so eine gewisse Vertikale. Aber es gibt noch mehr oben drüber, wie Sie schon richtig gesagt haben, ein ERP-System. Ja. Und wenn wir jetzt in den alten klassischen Schichten denken, ja, Automatisierungspyramide oben, das ERP und hier das MES und da unten irgendwie die Sensorik. Ja, wir versuchen das aufzubrechen, dass wir sagen, das ist ein Beziehungsgeflecht zueinander und das ist nicht mehr strikt vertikal oder das ist jetzt genau horizontal und das ist jetzt einer Ebene zuzuordnen. Aber klar, irgendwo muss vielleicht oben drüber auch noch ein ERP-System sein, weil wir diese Außenbeziehung zum Kunden, zum Lieferanten oder die Abwicklung in einer Finanzbuchhaltung ja auch noch abbilden müssen. Und das ist genau in Arbeit. Protolab 2.0 ist momentan die Stabilisierung des horizontalen Prozesses, aber sich auch anzuschauen, wie sind denn überlagerte Systeme einzubinden. Wir haben den Spieß umgedreht und haben gesagt, wir fangen nicht von oben an,
und sagen, das ist unser ERP-System und dann schauen wir mal, was noch überbleibt für den Shopfloor. Wir haben gesagt, wir fangen unten an und wollen eine sehr Shopfloor-nahe Integration und Prozessintegration haben. Und dann schauen wir mal, was bleibt denn jetzt noch fürs ERP-System über? Ja, und was werden wir dort noch abbilden? Herzlichen Dank. Weitere Fragen? Bitteschön. Wenn man mehrere Module entwickelt, könnten Sie die Frage nochmal zusammenfassen? Ich habe es gerade akustisch nicht verstanden. Ja. Also Sie sagen, welche Komponenten könnte man ad hoc jetzt einfach rauslösen und jetzt einem anderen Unternehmen nahelegen, das jetzt auch so umzusetzen und zu starten. Also für mich ist ja im Kern immer dieses Teile- und Gebindemanagement. Ne? Jetzt stellt sich natürlich die Frage, bin ich in der Lage, auch diese Stücklisten, Teilelisten etc. von vorn an jetzt durch so einen Konfigurator schon aufzubereiten, also CAD-CAM-Schnittstelle. Ja? Wären Sie in der Lage, das zu tun und sagen, Stückliste ist für mich kein Problem, das Teilemanagement hinten raus ist für mich das Problem, dann müsste man natürlich sagen, ja, jetzt bräuchten Sie praktisch so eine Applikation wie den Shredder. Ja? Kann man vielleicht als Softwarelogik rauslösen und sagen, ja, so einen Shredder schon mal einsetzen. Naja, aber das reicht ja noch nicht viel. Ne? Jetzt habe ich in dem Shredder das so einen Kommissioniercontainer zugeordnet. Dann können Sie sagen, ja, bei mir reicht ein Flachwagen. Also nur, dass ich einfach das Gebinden zugeordnet habe, einem Flachwagen reicht mir schon aus. Und so hätten Sie vielleicht einen niederschwelligen Einstieg, dass Sie sagen, ich habe alle Teile von vorne weg über eine Stückliste und dann eben über die Zuordnung zu einem Gebinde und Flachwagen verwaltet. Und das wäre für mich schon so ein erster niederschwelliger Einstieg. Ja. Und da ist es natürlich die Frage, sind Sie in der Lage, auch so eine Shredder-Logik selber zu bauen, so ein Teile-Gebinde-Management, hinten dran ein bisschen Datenbank, die Ihnen das sozusagen strukturiert. Wäre ein schöner Ausflug auch für ein Modul in der Lehre zu sagen, Mensch, wie weit wird ein Student kommen, sowas zu bauen? Und das ist unser Anspruch, dass wir sagen, schaffen wir es heute, solche Ideen, die auf der Prozess-, auf der Ingenieurs-, auf der Betriebswirtschaft-Ebene entstehen, auch in ein Stück Software, Programm, Applikation schon umzusetzen, vielleicht mit Low-Coding-Ansätzen, wo man sagt, ich muss nicht der vollendete Entwickler sein, ich kann schon mal relativ einfach damit starten. Sucht man sowas als Standardsoftware, Fragezeichen, ist 4.0 was ich standardmäßig im Laden kaufen kann? Oder ist es eine Eigenentwicklung, die ich starten muss? Oder sagt man, naja, wir haben diese Systematik oder diese Logik des Protolab und der Applikation auch online gelegt, es steht frei zur Verfügung. Sie können sich also das schon mal runterladen aus GitHub und könnten damit starten und es vielleicht bei sich anpassen. Also die neue Welt wird ja doch auch eine sein, wo man mit Open Source und was hier mal entwickelt wird, schmeißt man in die Runde. Also vielfältige Impulse, die ich jetzt Ihnen vielleicht mitgegeben habe, wo Sie sagen, ja, okay, ich muss mal überlegen, wie ich einsteigen würde, ob ich sowas selber realisieren kann, ob ich mir das von GitLab, von der Hochschule runterlade und selber weiterentwickle. Viele Fragen, die wir hier aufwerfen. Ne? Es gibt es nicht als Standardpaket zu kaufen. Technik funktioniert, wir sind live. Sie müssten jetzt die Folien zu dem Vortrag sehen, hier in der Präsenz vom Bildschirm weg. Ich orientiere mich hier an den Folien Transfer des Protolab-Wissens aus der Forschung in die Lehre und Erkenntnisse für Unternehmen, soll der Titel sein. Ich glaube, ich habe schon ein bisschen was dazu gesagt, dass das unser Anliegen ist, das natürlich auch in die Lehre zu transformieren und wie das gehen könnte. Wir gehen schon gleich mal auf die nächste Folie. Wir lassen hier nochmal ganz kurz Revue passieren. Was war denn das Projekt? Was war denn die Motivation dahinter? Und dem Ziel, eine wandlungsfähige Produktion zu bauen. Was heißt es? Wir haben den Roboter auch gesehen, der ist zum Beispiel auf so einer Spinne aufgebaut. Man könnte den innerhalb von 15 Minuten auch woanders hinstellen. Und er hat diesen virtuellen Vorhang, ja, der durch hier Sensoren aufgemacht wird. Und damit ist es tatsächlich möglich geworden, so einen Roboter in 15 Minuten woanders hinzustellen, ihn neu zu referenzieren an der Stelle mit seinem virtuellen Vorhang
dann eben wieder sicher arbeiten zu lassen. Das Gleiche könnte man sich jetzt vorstellen, dass man solche Maschinen vielleicht mal verstellt in einer Fertigung, dass man mindestens mal seine Montage von Woche zu Woche vielleicht durch dieses mobile, wandlungsfähige Montagesystem, was wir uns auch ausgedacht haben, immer mal wieder neu rekonfiguriert, weil man sagt, heute fertige ich Küchen, morgen vielleicht was ganz was anderes. Ja. Also die Wandlungsfähigkeit war für uns ein ganz wesentlicher Aspekt. Wir haben gesagt, lass uns Flexibilität in die Produktion bringen, denn wir werden mit variablen und variantenreichen Produkten unterwegs sein. Es wird nicht das klassische Produkt sein, was wir Tag ein, Tag ausfertigen. Also das war auch ein Geist dieser Unternehmung oder das, was uns getrieben hat. Wer sind wir? Das ist ein Projekt gewesen, das wurde vorhin schon erwähnt, dass wir 2016 gestartet sind mit einer Idee. Bis die Idee mit einem Förderer so weit war, dass wir wirklich Kick-Off hatten, sind ein paar Tage vergangen. Und wir hatten dann ziemlich genau netto 2 Jahre Zeit und dann noch 4 Monate, um das Ganze auf die Messe zu bringen, aber netto 2 Jahre Entwicklungsaufwand und haben das mit 12 Mitarbeitern. Die hatten wir nicht von allen Anfang, sondern das ist ein agiles Unterfangen gewesen und ein Wachstumsprozess. Wir sind also immer größer geworden. Wir hatten Mitarbeiter aus der TH selber einbezogen. Wir hatten einige beteiligte Professoren. Wir hatten bis zu 50 Abschluss- und Projektarbeiten. Und das Wichtigste, wir hatten 4 Fakultäten, die an dem ganzen Unterfangen beteiligt waren. Die Holztechnik. Ja, wir haben das entlang eines holzspezifischen Prozesses aufgezogen. Die Informatik, die Ingenieure und die Wirtschaftsingenieure, und jeder hat seinen Teil dazu beigetragen, zu diesem ganzen Unterfangen. Ein paar Partner hatten wir natürlich aus der Industrie, die uns hier unterstützt haben. Allen voran natürlich die Firma HOMAG, die vieles zur Verfügung gestellt hat, die auch sehr partizipiert hat an dieser Ideenschmiede, an dem Prozess, den wir hier entwickelt haben. Eine Firma Serva aus Rosenheim, die uns das fahrerlose Transportsystem und aber auch ganz andere Möglichkeiten im Umgang mit dem System zur Verfügung gestellt haben. Also eine Logik, dass man also hier mit einem Hub von 180 mm unseren Kommissioniercontainer unterfährt und anheben kann und die Integration der gesamten Logik. Also verschiedenste Firmen, die uns hier einfach auf dem Weg mitgeholfen haben. Im Kern muss man aber natürlich sehr viel selber tun. Was ist entstanden in dem ersten Protolab 1.0 bis zur Ligna 2019 oder Projektabschluss dann im Oktober? Der durchgängige Prozess, wie Sie ihn hier heute gesehen haben, angefangen von der Idee, 3D-Zeichnung, Konfigurator, Import, diese 3 Planungs- und Steuerungslogiken, Trichter, Schredder und Tacker, 2 davon habe ich gezeigt. Diese Konsistenz, ja, abgebildet in einem digitalen Zwilling, den Prozess strukturiert von A bis Z bis zur Montage durchzuhalten. Und das war Protolab 1.0. 2.0 ist für uns letztendlich ein Stabilisierungsvorgang gewesen. Also wir sagen, wir bringen jetzt diesen Demonstrator in die Lehre, aber stellen ihn auch für Forschung und weitere Forschungsprojekte zur Verfügung. Hier soll auch eine gegenseitige Befruchtung stattfinden. Und nach wie vor, wir haben diese 4 Fakultäten hier im Visier, dass die also hier in dem Prozess mitarbeiten, denn wir brauchen alle. Ja, ob das ein Informatiker, ein Ingenieur, ein Wirtschaftsingenieur, ein Holztechniker ist, letztendlich, um dieses Unterfangen aufrechtzuerhalten, Protolab 2.0. Das Projekt dauert jetzt schon 1 Jahr an, wird noch 1 in Anspruch nehmen, dass wir alles stabilisiert haben, dass dieser Demonstrator so voll einsatzfähig ist in der Lehre, wo wir heute schon dran sind, und dass wir auch vielfältige Learnings bis hin zu einem Modul IoT, cyberphysische Systeme, wo wir mit den Studenten von der Pike an so ein System aufbauen und begreifbar machen, kultivieren. Da haben wir uns 2 Jahre eingeschränkt. Das ist Protolab 2.0. 3.0 ist in Vorbereitung. Das würde uns dann erlauben, nochmal einen größeren Schritt zu machen. Wir haben immer gesagt, der durchgängige Prozess soll auch dazu dienen, einen niederschwelligen Einstieg vielleicht für Handwerk, Manufaktur, wenig industriell geprägte Strukturen zu sein. Ja. Und wir haben gesagt, aber auch die Industrie könnte natürlich bei uns Anleihen nehmen und sagen,
ich könnte ja vielleicht hier was, was bei mir schon voll verkettet ist und voll industrialisiert und schon bis zum letzten durchautomatisiert, vielleicht wieder aufbrechen und so eine Zellenlogik fahren und diese Wandlungsfähigkeit bei mir reinbringen, was müsste ich denn dann tun? Also wir hatten den Anspruch, für alle was zu schaffen, für Handwerk, Manufaktur als auch Industrie. Für Handwerk und Manufaktur wäre es ein Upgrade-Prozess, für die Industrie vielleicht ein Downgrade-Prozess zu sagen, Rückbesinnung an die Wurzeln. Wir sind vielleicht schon ein bisschen zu weit gegangen. Und diese Elemente, dass wir eben sagen, in den kleinen Bildern ist es zu sehen, so eine Applikation, die den Mitarbeiter erlaubt, Teil des Systems zu werden, Teil des Systems in Form einer, ich kann eingreifen, ich kann steuernd eingreifen. Wir haben den Trichter gesehen, das zweite Bildchen, dass wir in einem Shopfloor-Meeting in der Lage sind, hier Auftragstaschen hier analog zu stecken und eine Kapazitäts- und Terminierung, also Kapazitätsplanung und Terminierung vorzunehmen, mit einem Stück Digitalisierung, dass wir also durch die LEDs Feedback bekommen, wo stehen wir denn heute. Dieser Kommissioniercontainer, für uns ein cyberphysisches System, er wurde intelligent gemacht, ja, vorher ist er halt physisch, der Mitarbeiter wusste, was da drin steht, wusste er es wirklich. Wir haben dieses System in die Lage versetzt zu sagen, ich weiß, was da passiert, was bei mir drin steht. Ich kann zum nächsten Prozess fahren, ich weiß, welches Teil in welchem Fertigungsstatus ist, ob es abgeschlossen wurde, ob es noch nicht bearbeitet ist. Wir haben also hier ein Gebinde, ein Teilemanagement in Verbindung mit dem cyberphysischen System, den Kommissioniercontainer, auch als eine Komponente für ein Upgrade oder Downgrade von einem Handwerk oder Industriebetrieb kultiviert. Im nächsten Bild sehen wir das FTS. Wir können den Kommi-Container, es war immer Anspruch, einfach auf Rollen weiterschieben. Diese Automatisierungslogik mit dem FTS, das zu verfahren, warum nicht? In der nächsten Bild zeigen wir diese Sortierzelle. Das ist sicherlich so das High-End, die High-End-Applikation in dem ganzen Protolab, wo wir gezeigt haben, dass also auch eine Automatisierung, Vollautomatisierung in einem Sortierprozess möglich ist. Die Teile werden optisch erfasst. Erst gescannt mit einem Barcode, optisch erfasst von ihren Umrissen. Wo liegst du? Wie muss ich dich greifen? Ich nehme dich auf. Wer bist du? Wo soll ich dich hinstellen? Kommi-Container, gib mir das Fach vor. Ich stelle es dort rein. Und das ist sicherlich ziemlich high sophisticated. Und last but not least bis zur Montage, wo wir alle Teile und aber auch alle Beschläge letztendlich für die finale strukturierte Montage vorbereitet bekommen. Also ein durchgängiger Prozess, der sowohl als auch Handwerk, Industrie und so weiter zum Denken anregen soll. Aber was ist, wenn Sie jetzt da so einen Flachwagen, den wir heute gezeigt haben, im Einsatz haben und sagen, ich kann mir nicht für viel Geld vielleicht so einen Kommissioniercontainer in x-facher Ausführung leisten. Einer oder zwei, okay, der Rest muss auf 20 Flachwagen unterwegs sein. Und das haben wir heute gezeigt, dass wir eben sagen, jedes Teil, jedes Gebinde, jeder Wagen ist für sich repräsentiert und im digitalen Zwilling und ist verwaltbar und kann mir meinen Prozess, meinen strukturierten Prozess abbilden. Wir haben gesehen im Use Case 2, der Montagearbeitsplatz mit den Beschläge, mit der Beschlägeverwaltung. Wir haben also hier letztendlich als Basis zwei Stücklisten. Alle Teile, die gefertigt wurden und alle Teile, Beschläge, die wir jetzt für die Montage benötigen. Und hier bekommen wir also jetzt von der ersten Minute an aus dem Konfigurator heraus bis hinten in der Montage diesen konsistenten Prozess der Teileverwaltung und dann hier einer geregelten Montage, die man sich jetzt auch noch vorstellen kann, dass sie also unterstützt durch 3D-Abbild und eine Zeichnung und vielleicht sogar auch eine Führung des Mitarbeiters, Fragezeichen, ist das notwendig oder steht da jemand, der so ein Produkt auch durch eine Zeichnung montieren kann. Ja? Also, das haben wir gezeigt und last but not least sind wir auch im Use Case 3 kurz unterwegs gewesen. Hier haben wir jetzt noch mal ein Bild auch dazu. Retrofit, ich hatte vorhin von so einem HOMAG Cube gesprochen. Dieser Cube ist hier an eine konventionelle Plattensäge angeschraubt worden. Ja. Was macht er? Da ist ein bisschen Softwarelogik dahinter und letztendlich ein Barcode-Drucker. Und ich kann also
das, was ich jetzt in IMOS vielleicht im Konfigurator vorbereitet habe oder was ich jetzt aus eigenen Stücken heraus mit meiner Logik zusammensäge, eben belabeln und kann jetzt hier in der Interaktion mit dem Cube sozusagen die Identifikation dieser einzelnen Teile schon mal gewährleisten. Der Barcode-Drucker gibt mir die Labels, die ich dann selber aufkleben muss. Hier spielt der Mensch jetzt natürlich eine ganz andere Rolle. In der Plattenaufteilsäge, die wir vorhin gesehen hatten, in dem Film, hat das alles die Säge übernommen. Die war also mit einem Programm vorbereitet, einer optimierten Schnittfolge, hat jedes Teil für sich verwaltet und kann das dann belabeln und mir das Label geben. Also auch wirklich das cyberphysische System. Wir haben es jetzt mal hier dargestellt. Da gibt es die Logik, dass wir in 4 Stufen da also Intelligenz in ein physisches reinbringen. Stufe 1, du bist schon mal identifizierbar. Das ist also für mich die kleinste, der kleinste gemeinsame Nenner, jedes Teil, jedes Gebinde. Und wenn nur ein Label draufklebt und ich mit meinem Barcode-Scanner einfach das identifizieren kann, ja. Zweiter Schritt, vielleicht ist da ein RFID-Tag drauf und ich könnte dem sogar, kleiner Speicher in dem Tag drin, ich könnte dem also einen neuen Zustand mitgeben. Ich kann da was drauf abspeichern. Dritter Schritt, vielleicht hat dieses cyberphysische Element etwas Sensorik und kann kommunizieren. Und im dritten Schritt, vierten Schritt ist es vielleicht sogar entscheidungsfähig gemacht worden. Unser Kombi-Container kann diese 4 Schritte. Ja, er hat genau das. Er speichert was ab, er ist identifizierbar, er kann die Teile, die er bei sich hat, identifizieren. Sensorik oder in dem Fall LEDs zeigen mir an, was Sachstand ist. Man könnte da auch einen Sensor einbauen, der natürlich erkennt, ob jetzt wirklich das Teil reingestellt wurde in das Fach. Er kann mit uns kommunizieren via OPC-UA. Er ist entscheidungsfähig, da fährt auf dem Raspberry Pi ein bisschen Logik mit, ja, die ihn also ein Stück intelligent machen oder entscheidungsfähig. Und um diese Konsistenz durch den ganzen Prozess durchzubekommen, ist es sicherlich ein Ansatz, diese Logik des Cyberisierens von physischen Systemen zu verfolgen. Und das haben wir getan, ja, bis hin, dass wir sagen, auch ein dummer Teilnehmer in Anführungsstrichen ist bei uns repräsentiert, mindestens mit der untersten Stufe. Jeder ist identifizierbar und digital repräsentiert. Und in dieser digitalen Repräsentanz kriegt er noch ein bisschen mehr als nur eine Identifikation mit. Was gehört noch dazu? Konsistenz schaffen in diesem gesamten Prozess, indem wir sagen, horizontale Vernetzung, vertikale, wie kann ich diese 2 Ansätze miteinander verbinden, integrieren, vielleicht diese Pyramide auflösen und sagen, es ist ein IoT, was entstanden ist, also hier rechts unten so ein IoT-Ökosystem. Und wir haben auf dem Weg dahin verschiedene Fähigkeiten auch miteinander gepaart, dass ich sage, da ist die technische Komponente, die betriebswirtschaftliche, die IT-Komponente. Wir denken in Prozessen, können die verschiedenen Fachlichkeiten einbeziehen, denken letztendlich am Ende in gesamten Systemen und sind in der Lage, so einen Prozess von A bis Z, von der Idee eines Produktes bis zu ihrer Fertigstellung in einem kompletten systemischen Ansatz von A bis Z und formvollendet eben zu denken. Erst dann entsteht wirklich diese übergeordnete Konsistenz, die wir uns hier oder die wir benötigen. Was sind die Learnings aus Protolab? Zum einen, ja, wir haben es geschafft, dadurch, dass wir das gesamte System gedacht haben, dass wir diesem Projekt Sinn und Zweck gegeben haben. Sinn und Zweck, worin könnte der liegen? Wir haben gesagt, wir wollen keine Vollautomatisierung. Wir wollen eigentlich eine lebendige, wandlungsfähige, skalierbare, flexible, variantenreiche Produktion haben. Und wir möchten den Mensch integrieren. Ja? Bei uns war nicht von allen voran die komplette Vollvernetzung von Maschinen irgendwie im Vordergrund gestanden, sondern die Menschintegration. Das hat also eigentlich dem gesamten Team so viel Sinn und Zweck gegeben, dass ich sage, hier ist eine intrinsische Motivation entstanden, diesen Beweis anzustellen, dass man ein System schaffen kann, was eben auch noch durch den Menschen mit beeinflusst wird. Wir haben in crossfunktionalen Teams gearbeitet. Ich habe das ja geschildert, dass wir in verschiedenster Fachlichkeit unterwegs waren. Wir haben hier
mit viel Ownership gearbeitet, Selbstorganisation. Jeder wusste letztendlich, welchen Baustein kann ich in dem System beitragen, werde ich beitragen, muss ich beitragen. Und wir hätten es nie geschafft, in den 2 Jahren das alles aufzubauen, wenn da nicht eine innere Motivation und eine Selbstorganisation jedes einzelnen Teilnehmers da gewesen wäre. Und letztendlich hat es gezeigt, dass wir in so einer evolutionären Entwicklung des Teams, auch natürlich das Wort agil darf jetzt nicht fehlen, ja, es geschafft haben, tatsächlich diese Komplexität zu beherrschen, so eine Systematik aufzubauen. Und ja, der Erfolg bestätigt uns. Wie könnte man sowas jetzt in die Lehre transferieren oder auch in Unternehmen? Ja, ich denke mal, dass wir den Blick ein bisschen abwenden und nicht nur die technische Seite und die prozessuale Seite betrachten, sondern sagen, hey, auf der Seite von Organisation und Mensch, was muss denn sich da eigentlich verändern? Wenn ich in Mensch-Komponente reinschaue, wie schaut es aus mit Führungsstile? Haben wir in der Industrie heute den richtigen Führungsstil? Ja, einer sagt, wo es lang geht. Damit wäre Protolab nicht erfolgreich gewesen, weil den einen, den Übermenschen, der genau weiß, wo es hingeht, den gibt es nicht. Also dieses Zusammenspiel in Protolab war nur deswegen möglich, weil wir einen komplett anderen Führungsstil gefahren haben. Natürlich gehen wir da so von so einem Menschmodell Y aus, die also auch wirklich wollen und die man also nicht, also die Hunde, die man nicht zum Jagen fahren muss. Ja? Organisationsmodelle, dass wir sagen, ich denke, dass wir ein sehr formelles Organisationsmodell in Unternehmen kennen. Wir brauchen aber sicherlich noch ganz andere. Und ich würde behaupten, dass wir genau das auch in der Lehre vermitteln müssen, dass wir eben nicht nur Technik und Prozess, sondern eigentlich die Zwischentöne, die sich gerade in den anderen Bereichen ergeben, Mensch und Organisation. Und genau das tun wir, indem wir eben mehr die Lehre auch unterstützen in einem Personalführungskräfteentwicklungsbereich, ja. In dem Bereich Organisation, dass wir sagen, wie schaut die Wertschöpfungsorganisation der Zukunft aus? Nicht nur in der Produktion, sondern letztendlich in dem gesamten Unternehmen. Wir sind heute filetiert in Abteilungen. Allein das Wort sagt das ja schon. Abteilung A teilt sich von Abteilung B ab. Genau. Und das wird keinen Vortrieb erzeugen, sondern nur alte Denkmuster, alte Wirkmuster. Wir sind der Meinung, dass wir rechts in der Technik- und Prozessewelt in der alten Denke schon genug aufgestellt sind. Lassen Sie uns auf die andere Seite schauen und gerade da auch vielleicht einen großen Teil der Energie reinstecken. Und das tun wir in unserer Lehre. Und jetzt, last but not least, wird natürlich die Frage kommen, was tragen Sie jetzt dazu bei, also Unternehmen, Unternehmensvertreter, dass Sie ja auch gerade Ihre Mitarbeiter in diesen 3 Sphären entwickeln lassen, sie weiterentwickeln. Wer setzt jetzt den Impuls? Kommt der Mitarbeiter und sagt, hey, ich habe eine Idee, lass mich mal was ausprobieren. Kommt der Unternehmenschef, der wieder sagt, genau so machen wir es. Viel Spaß dabei bei der Transformation, bei der Weiterentwicklung Ihrer Ideen. Ich hoffe, dass wir heute ein paar Impulse haben setzen können. Und ich denke, dass wir jetzt hier noch die eine oder andere Frage haben. Mit Sicherheit, da bin ich mir ganz sicher. Vielen lieben Dank erstmal für den Vortrag. So, gibt es denn erstmal hier im Live-Publikum schon Fragen, die wir direkt beantworten sollen? Bisher noch nicht. Wir gucken mal in den Chat, ob wir hier Fragen haben. Hier haben wir auch noch keine Fragen. Mensch, ich hatte doch so doll aufgerufen, dass hier Fragen gestellt werden sollen. Okay, prima. Aber ich habe eine Frage. Die habe ich ja zu Anfang gestellt. Ich hatte ja in meiner Anmoderation gesagt, welche Rolle übernimmt der Mensch in der digitalisierten Produktion? Was ist darauf Ihre Antwort? Genau. Wir haben den Use Case 3 ja auch versucht darzustellen, Retrofit. Haben wir jetzt nicht live gesehen, wie der Roma Cube funktioniert, dass man also hier labelt, der Einstieg, dass also ein Teil eine Identifikation bekommt. Tja, jetzt ist der Mensch gefordert. Ne? Es wird hier nicht genau vorgeschrieben, auf welches Teil jetzt welches labeln muss. Ja. Die Schnittstelle zwischen, ich sag mal, den Unzulänglichkeiten von Prozessen oder auch, ich sag mal, Maschinen althergebrachter Ordnung vielleicht, ja. Nicht jede Maschine ist intelligent, nicht jedes Teil ist intelligent, nicht jeder Prozess ist vielleicht schon so weit entwickelt. Ja, und die Zwischentöne,
die wird wohl der Mensch ausfüllen müssen. Und genau das ist der Kit eigentlich, den wir brauchen. Und Stichwort künstliche Intelligenz, auch da sind wir hoffentlich noch Jahre davon entfernt, ja, dass die Menschen so intelligent sind und so emotional entscheiden. Oder nicht emotional, aber ich sag mal, auf einer ganz anderen Ebene als nur ein reiner Algorithmus, der irgendwo vorgefertigt ist, nur nach vorne bringt, sondern hier wird es immer noch Mensch brauchen, ja, um wirklich Innovation, Kreativität, Wandlungsfähigkeit, Weiterentwicklung in den Prozess zu bekommen. Und ich denke, auf allen Ebenen des Produktions-, des Entwicklungs-, des Transformationsprozesses werden wir Menschen brauchen. Und sehr wichtige erst dann wird es auch Spaß machen. Ja, das stimmt. Und ich denke auch, gerade dieses Thema Empathie, das wird doch den Menschen sehr lange vorbehalten bleiben. Genau, genau. Super, dann sind wir auch sogar schon am Ende dieser Veranstaltung und ich möchte mich ganz, ganz herzlich einmal hier bei unserem Live-Publikum bedanken, dass Sie erschienen sind, aber natürlich auch bei unserem digitalen Publikum, was immer dabei war. Wir haben heute wirklich hier verschiedene Use Cases gezeigt, die volle Bandbreite des Protolabs hier in Rosenheim. Und es geht natürlich auch weiter mit spannenden Events. Wir haben zwei Webinare, die anstehen. Das erste findet am 3. November statt und handelt vom digitalen Vertrieb mit Instagram und Videomarketing. Und das zweite Webinar, Kosten reduzieren mit agilen Arbeitsmodellen, das findet dann am 24.11. statt. Und alle Infos dazu und natürlich auch die Anmeldung findet über eine Webseite statt. Und dazu lautet die Webadresse kmu40.eu. Und falls Sie in der Zwischenzeit noch sich weiter informieren wollen und auf dem neuesten Stand hier über dieses Protolab bleiben möchten, dann gibt es dazu natürlich auch noch eine Webseite, über die Sie immer informiert bleiben können. Und diese lautet protolab-rosenheim.de. So, und jetzt darf sich unser Live-Publikum hier einen kleinen Corona-konformen Snack mitnehmen. Und ansonsten möchte ich alle Zuschauer nochmal ermutigen, wir haben es ja gerade schon gesehen, gehört, der Mitarbeiter und der Mensch vor allem werden auch in Zukunft noch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Und wir alle sollten die Digitalisierung als eine Chance wahrnehmen, die Wirtschaft zu stabilisieren und vor allem aber auch unseren Wohlstand zu erhalten. Und damit verabschiede ich mich und wünsche Ihnen allen noch alles, alles Gute. Bleiben Sie gesund und dann bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank, dass Sie dabei waren.